Servus und Habidere. Willkommen zurück. Wir haben den 3. Oktober. Ich habe offline schon mal, also off-cam, schon mal ein bisschen was hergerichtet. Und zwar, erstmal gibt es was zu essen. Ohne Frühstück, ne? Geht sowieso nichts. Hier ist noch 0,3 Portionen drin, das ist sehr gut. Ich habe hier zugebaut mittlerweile. Ich habe mir noch eine Tür eingesetzt. Wir haben jetzt hier mal ein wenig die Fenster verkleinert, da ich mir gedacht habe, wenn der Winter kommt und wir zumachen müssen, dann sollte das hier einigermaßen passen. Gut, dann habe ich mir natürlich auch hier eine Hauswand reingezogen und eine Tür, so wie es gehört. Ja, genau. So, dann was noch? Da wir Oktober haben und es nicht allzu kalt ist, wir haben jetzt 3 Grad. Ja, hier. Ah, genau. Ich habe die Bloomery angeworfen, also die Schmiede, den Hochofen, und habe 8 Glas erzeugt. Das freut mich sehr. Ich zeige euch auch danach gleich mal, wie es geht. Ich werde das Ganze dann nochmal anwerfen mit ein wenig Quarz. Genau, die nehmen wir jetzt natürlich mal auseinander. Und das ist leider der Nachteil daran. Zack. Man muss sie zerlegen. Und es kommt nicht mehr so viel raus, wie man reingesteckt hat. Und das wiederum heißt, mir reichen wahrscheinlich diese 11 Ziegel auch gar nicht, um nochmal eine Bloomery zu bauen. Daran soll es aber nicht scheitern. Ich weiß theoretisch, wo wir Feuerton herkriegen. Aber dazu später mehr. Jetzt bauen wir uns erstmal wieder die Bloomery. Geht eigentlich relativ einfach. Ja genau, uns geht es um einen Ziegel nicht aus, denn hier fehlt jetzt einer für den Kamin. Aber um es euch kurz zu zeigen, geht eigentlich relativ einfach. Wir bauen das da wieder hin. Und dann kann man hier Sachen reinpacken. In unserem Fall nehmen wir Kohle. Zack, die ist hier drinnen. Und hier hätten wir klaren Quarz, 4 Stücke zu 2 Glas. Wir haben 6 Stück, also kommen da maximal 3 Glas raus. Das rendiert sich noch nicht, aber ich zeige euch hier. 21, klack, hat. Ah ja, es muss erst wahrscheinlich der Deckel drauf. Schade. Okay, das heißt, wir gehen mal kurz und bauen unsere Gläser ein. Unsere Gläser. Das ist ganz, ganz gut. 2, 4, 6 und 8. Wie ihr seht, ich habe schon mal vorbereitet. Wir machen das jetzt hier mal zu. Hier werden natürlich noch größere Dinge entstehen. Aber ich habe mir gedacht, für den Anfang ist es mal zu. Es ist zu und man kann ja dann immer noch größere Fenster reinmachen. Ja, genau. So, ich habe auch noch mal ein bisschen was angepflanzt draußen. Aber man muss ganz klar sagen, mit den Temperaturen, die sind nicht winterfest. Also das heißt bis minus 5 Grad. Und wenn wir im Oktober, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, wir haben jetzt Oktober und wir haben jetzt schon 4 Grad nur noch, dann dürften wir im November relativ knapp an die 0 Grad hinkommen. Das sollte hier noch fertig wachsen. Das hier wird dann irgendwann geerntet. Und dann ist es dann rum mit dem Essen machen. Der hier wird, glaube ich, noch fertig, hoffentlich. Ja. Und die hier dürften es auch bald haben. Genau. Okay. Gut. Soweit so gut. Ich würde sagen, wir holen uns noch Feuerton und eventuell, was möchte ich auch noch? Ja, genau. Wir werden uns auf jeden Fall noch Feuerton holen. Ich habe hier noch ein bisschen Holz zusammengetragen. für unseren Winter. Das werde ich natürlich jetzt dann im November ein bisschen forcieren. Und ja. Eine Schaufel haben wir dabei, die Axt haben wir dabei, falls wir was abbauen müssen, dann ein, jawohl, ach ja, ich wollte noch was zu essen mitnehmen, nur so wegen der Allgemeinen.
Ja, wegen dem Allgemeinen. Zack. So, Fotorage. Einmal zu. Hier auch zu und los geht's. Zack. Sicher, sicher. Ah ja, genau. Ich wollte mal kurz gucken. Ich glaube, mich zu erinnern, dass irgendwo dieser Ton war. Ich glaube, hier hinten. Irgendwo war der Feuerton. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar hier irgendwo. Den finden wir schon wieder. So weit kann er ja nicht weg sein. Genau. Also ich würde jetzt mal hier rüber laufen und dann gucken wir gleich mal weiter. Ah, hier gäbe es noch Pilze. Zu essen, glaube ich, haben wir viel genug für den Winter, aber das werden wir sehen. Ah, und genau. Und hier unten, naja, da müssen wir mal gucken, ob wir hier mal in so eine Höhle reingehen. Aber wichtig ist jetzt mal noch Feuerton, ein paar Dinge noch abholzen. Jetzt passt auf, ich glaube hier rüber noch ein Stück. Aber wir können mal gucken. Da ist ein Fuchs. Zack. Gut. Außerdem habe ich auch noch was über Bienen gelernt. Da quietscht die Sau. Wenn man einen Bienen, also ja, so ein wildes Bienennest findet, dann muss man, also mit den Bienaten ging es ja nicht, also mit den Granaten, wo Bienen drin waren. Da musste man dann anscheinend Blumen hinpflanzen, dass der Stock wächst. Und dann ein. Oh. Ach du armes Tier. Wahrscheinlich bist du. Teilweise aufgefressen. Gewicht gut. Schauen wir mal. Aber da wird nichts mehr drin sein. Oh doch. Da guck an. Das ist gut. So. Genau, da ist es dann wirklich so, dass die, ich glaube hier war irgendwo dieser Feuerton, mich alles täuscht. Eieiei, ich wenn es halt wissen würde. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, hier irgendwo war der Feuerton. Ich habe mich noch gefreut, dass er ziemlich nah am Wasser war. Oh, ausgewachsener Flachs, 9 von 9, den nehmen wir mit. Ach, schau mal den Boden, bitteschön. Nehmen wir den, bis wir einen anderen finden. Das hier, da fällt Feuerton raus. Kommt, zack, 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 zack. Wir haben jetzt Feuerton. Genau, hier. Feuerton. So, da. Ich markiere mir dann diese Stelle hier irgendwie. Aber wie ihr seht, so viel Feuerton ist hier gar nicht da. Das heißt, man muss sich dann eh nochmal um ein anderes Vorkommen kümmern. Denn hier ist dann Schluss. Also wenn wir da mal ein paar Bloomeries, also diese Hochöfen bauen wollen, dann jo. Wie ihr seht, da ist dann Schluss. Wir nehmen jetzt gleich mal ein bisschen mehr mit. Ich möchte ja nicht jedes Mal wieder hier hinterlaufen. Mal gucken, wie viel wir hier zusammenkratzen können. So. Den Quarz habe ich übrigens aus dem Schürfen herausbekommen für die genau für die ersten Fenster. Ah, hier ist noch, oh, hier ist sogar noch ein bisschen mehr. Ach, sehr schön.
Ein bisschen was können wir noch abbauen. Wie sieht es denn eigentlich aus? 64. Oh ja, das sollte. Können wir hier schon ein bisschen was mitnehmen an Beeren. Die könnten wir uns dann auch gleich mal reinhauen. So, die hauen wir uns dann auch einfach mal rein. Ist ja schließlich schwere Arbeit hier. Ah, komm, den letzten auch noch. So. Die Frage ist halt jetzt mal. Ja, doch, wir nehmen uns noch ein bisschen mehr mit. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Muss man sich nur ärgern. So. Gefällt mir natürlich gut, denn dann haben wir so viel, dass wir auf jeden Fall mal eine Zeit lang mit der Bloomery arbeiten können. Also mit dem Hochofen. Ich vergesse immer. Mittlerweile ist auch die Übersetzung relativ vollständig. Ich glaube, wir sind bei 98%. Das ist eigentlich ganz gut. So, wir gucken mal. Ja, da gehen schon noch ein paar. So, dann hier wird dann fast erst noch den Boden ein bisschen, also das Wasser hier ein bisschen wegbringen. Nicht, dass wir hier Probleme mit dem Wassereinbruch kriegen. So. So, jetzt ist auch die Schaufel im Eimer. Okay, gut, dann geht's ab zurück. Das sollte eigentlich ganz. Oh, Hühnchen! Hühnchen! Put, 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 put. Sowas möchte ich mir auch noch irgendwann fangen. Beziehungsweise habe ich mir ja ein. Also hier gibt es einen Haufen Blumen. Ich habe mir ein. Eine Falle gebaut, aber da geht mir irgendwie nichts rein. Da ist ein Waschbär. Die klauen übrigens die Bären. Also da muss man aufpassen. Zack, zack, zack. So. Wow, da geht's tief runter. Wisst ihr was? Wir werfen mal eine Fackel runter. Wir werfen mal eine Fackel runter. Okay. Wir werfen mal eine Fackel runter. Scheint ziemlich dunkel zu sein. Okay. Naja, nie verkehrt. Wir gucken mal kurz. M für Map. Das ist jetzt hier. Das ist eigentlich ziemlich nah an unserem Häumchen dran. Hier wohnen wir ja. Ich würde fast. Oh, das ist gut. Wir bauen uns hier einen Reminder. Blub. Wir hauen uns hier noch ein bisschen was weg. Die scheint nämlich echt tief zu sein. Und bei viel Pech fällt man hier nämlich ganz gewaltig runter. Aber okay. So. Passt. Naja. Liegt da ein. Bist du tot?
nochmal einen Stein. Ach. Die kann gar nicht mehr hoch, oder wie? Doch, ohne Probleme. Naja. Sei es drum. Egal, wir gehen zurück. Wir gehen zurück, wir gehen zurück. Uiuiui. Kreuz und quer, kreuz und quer. Das ist überhaupt nicht schwer. Ah ja. Ja, da ist er. Wir könnten auch noch ein paar Pilze mitnehmen. Obwohl, die Pilze holen wir uns im November, wenn sie denn dann noch da sind. Werden wir aber sehen. Ja. Hier sind irgendwo Schweine, soweit ich weiß. Da. Da sitzt ein dickes Schwein, da sitzt ein dickes Schwein. Das ist ein... Was bist du? Ein Eber. Gut. Ein Eber. Ja. Soll jetzt mich mal nicht stören, wenn der da so rumebert. Hier sind überall Pilze. Ich habe aber echt eigentlich viel zu essen. Wenn ich mir das mal so hochrechne, es dauert ja ein Monat immer nur ein paar Tage. Und deswegen denke ich mir da eigentlich jetzt nichts. Das sollte eigentlich passen. So. Den Tunnel gibt es auch noch mal ein bisschen Beeren. Ich weiß gar nicht, wann meine Beeren hier reif werden. Das werden wir gleich sehen. Alle ab. Mal hintergucken, wie lange die noch brauchen. Reif in weniger als einem Tag. Oh, das heißt, die werden jetzt dann auch alle reif. Sehr schön. Das gefällt mir. Sehr gut. So. Ja, wir haben ja hier jetzt so einen Bienenkorb. Den werden wir natürlich dann auch mal einsammeln. Hey, Buddy. So. Genau. Dann würde ich fast sagen, wir gehen mal da rein und essen mal die drei Bärchen hier noch. Apropos Bärchen. Wir müssen gucken. Ich habe nämlich, glaube ich, noch ohne Ende Essen unten, also Beeren, die weg müssen. Wenn mich nicht alles täuscht, sind da echt noch viele unten, bevor sie uns vergammeln. What in hell? Wie schaut's aus? 3 Tage. Jupp, wir nehmen da mal 10 Stück mit. 1, 2, 3, 4, 5. Noch 6 Stück jetzt erstmal. Wir ernähren uns jetzt mal ein bisschen von Beeren. Nee, wir nehmen uns noch mehr mit. Das hat nämlich folgenden Hintergrund, bevor uns die hier schlecht werden. Und ich will sie eigentlich nicht mehr einkochen. Ich habe echt hier, wenn ich mir das angucke, das hält noch frisch für 11 Tage. Oh, das hält nur noch frisch für 11. Ach ja, das war nicht versiegelt mit Fett. Die hier guck mal, also das sind 4 Portionen für 1,1 Jahre. Mal gucken. Eigentlich reicht uns ein so einen Topf für zwei Tage. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Das sind 18 Tage. Wir haben 9 Tage, 18. Und der hier reicht uns ewigst. Das ist ja 4 Portionen mit fast 1000, also er reicht nochmal 4, sind es 22 Tage. Und wir haben hier ja auch noch einiges an Essen, das jetzt für 80 Tage da ist. Und wir werden uns dann auf jeden Fall auch was noch kochen. Ja, genau. Also. Gut. Nur noch ein, noch zwei und den Rest packen wir hier wieder ein. Genau, 3,5 Tage. Das sollte eigentlich dann noch weggehen. Wie ihr seht, der Keller ist eigentlich riesig und hält ewig. So. Dann bauen wir unsere Bloomery. Wir müssen jetzt noch ein paar Tonziegel brennen. Also eigentlich nur einen. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz, wie ich mir das in etwa überlegt habe. Ist eigentlich relativ einfach. Was heißt relativ? Ich zünd an mit Holz. Lass das Holz dann erstmal laufen und dann hole ich mir die Kohle dazu. Apropos Kohle, die machen wir mal hier rüber.
Klarer Quarz, jupp. Den werden wir dann aber nicht brennen, weil das ist zu wenig. Jetzt wartet mal. Wie lange sind das in dem noch haltbar? Zwei Halbtage, ja gut. Wir holen uns jetzt hier mal schnell Holz. Nehmen wir mal die 18 mit. Jupp. So. Ah, und wir machen uns jetzt zuerst noch ein paar Fackeln. Wir machen uns noch ein paar Fackeln. Und zwar machen wir uns hier mal noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Fackeln. 10 Fackeln. 10 Fackeln. Nehmen wir 5, 21,9 Tage eher. Also wir ernähren uns jetzt Lachs, den machen wir weg. Gut. Also, zack. Da warten wir jetzt. Jetzt passt mal auf. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich wollte noch kurz das Fell hier wegräumen. Halt die Seite. Das Fell hier weg. Dann. Die hier kommen zuerst. Genau, die hier kommen zuerst, damit wir wieder eine Fackel haben. So. Auch ein Held. So. Dann. Noch das hier wieder hier rüber. Hierher. Und rein mit euch. So. Und dann klopfen wir hier mal was rein. Das ist eindeutig viel zu viel. Also da brauchen wir gar nicht reden drüber. Aber. Dann brennt auf jeden Fall mal das Feuer aufs 100 Grad. Dann bauen wir uns mal ein paar Feuerbricks. Ah, ich glaube, ich habe sogar noch ungebrannte. Ich glaube, ich habe sogar noch ungebrannte. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich noch ungebrannte. Nein, da ist nichts mehr drin. Nee, habe ich. Ah, ich habe hier noch Feuerton. Tatsache, ich hätte noch Feuerton gehabt. Okay, sei es drum, ist jetzt egal. Dann bauen wir uns jetzt Feuerton hier. Und zack, zack. Zack, zack. Dann machen wir uns hier mal 32 von den Feuerton zielen. Und da brennen wir uns jetzt mal einen. Weil ich ja noch 10 Holzkohle dann für die Bloomery brauche. So. 9 und 10. Dann kommen die hier rein. Ach halt. Genau, die hier raus, die hier rein. Und dann geht's jetzt los mit Kohle. Zack, genau. Und zwar folgendes. Die hier brennen ja bei 850 Grad. Und wenn wir uns jetzt da mal angucken, was haben wir denn? Zack. Ach, meinetwegen alles. Ich suche Torf. Ich glaube, Torf brennt. Torfziegel brennen bei 900 Grad. Ei. Warum nehme ich denn dann die gute Kohle her? Zum Brennen von diesen. Passt mal auf, das tun wir weg. Wir lassen das jetzt kalt werden. Wir haben ja unseren einen Ziegel, den gebrannten. Da draußen gibt es dann ohne Ende Torf. Ja, das, wenn man wüsste. Zack, und somit können wir den Deckel drauf machen. Auf unseren Hochofen. Tada! Und jetzt, glaube ich, kann man auch Fuel reinmachen. Fuel. Zack. Komm. Bist du? Oh. Nö. Okay, er will nicht. Dann müssen wir uns zuerst noch ein bisschen was holen, bevor wir das da befüllen. Aber es ist relativ einfach. Er klopft den klaren Quarz. Ach, wisst ihr was? Komm. Den klaren Quarz. Habe ich noch irgendwo anders Quarz? Nee. Nee, aber hier habe ich noch. Den können wir hier rüber. Gut. Hier ist Kiefernharz. Brenntemperatur 900 Grad. Okay.
Nee, hier sind Blumen. Hier habe ich noch ein rostiges Rad. Zink. Unsere Marine, der hat noch keine. Und ein Golden Nugget habe ich natürlich. 20 Stück Schmidt zu einem Goldbahn. Ich habe natürlich nur einen einzigen Nugget. Also nicht wirklich viel. Ja, hier drüben dürfte eigentlich auch nichts mehr sein. Nee. Okay. Da habe ich eigentlich auch nichts mehr drin. Und hier ist leer, genau. Dann werden wir auf jeden Fall mal die Quarzdinger da. Klarer Quarz. Also, zack. Und dann sind sie da drin. 5 Stück. Okay, 5 klarer Quarz. 6 klarer Quarz. Und dann kann man da theoretisch. Zack. 5 Holzkohle. Ah ja. Halt. Dich brauche ich nicht da. Und 5 Holzkohle rein. Und dann ist das gut. Und dann könnte man die anmachen. Aber wisst ihr was? Die machen wir jetzt einfach an. Dann ist es gut. Ich habe ja jetzt Feuerton und ich habe ja die Erkenntnis schlechthin gewonnen. Und die lautet ja, ich kann meine blauen Tondinger hier auch trennen, ohne Probleme, denn wir haben ja hier Torf ohne Ende Torf hier vorne. Naja, genau. Das ist noch was, das mache ich jetzt auch noch mal kurz. Ich hau hier mal hier 3, 4 Holz rein. Leg mich dann eine Runde schlafen. Und wir, halt. Doch. Und wir lassen die Drifter mal Drifter sein und sehen uns dann. Halt, ich kann auch schon mal gucken, ob irgendwas Brauchbares in meiner Falle ist, außer dem Drifter. Nee, nichts. Okay. Gut. Hätte ja sein können. Gut, dann hauen wir uns jetzt aufs Ohr. Wir machen uns jetzt hier den Topf noch raus und legen uns, oh halt, das ist rotes Fleisch oder verderblich frisch. Raw Red Meat. Eigentlich könnte man doch da, rotes Fleisch lässt sich doch ohne Probleme. Stellt roten Fleischtopf her. Also an und für sich müsste doch das theoretisch gehen, dass ich jetzt hier 2 irgendwas hole. Also theoretisch, wie lange sind die haltbar? 46, 24. Ich nehme die mit 24 Tagen. So, halt und dann nur 4 Stück. Ne, 6 Stück, genau. Zu. Das müsste doch jetzt machbar sein, dass ich jetzt hier 2 und das als Garnitur obendrauf. Nee, das ist also eine Hauptzutat, oder wie? Stellt eine Portion roter Fleisch einen Topf mit gekochten Weltpilzen her. Ja, dann probieren wir doch das einfach mal. Ich habe ja noch ein bisschen was hier an Holz, das klopfen wir da drunter. Und wir haben auch noch die Fackeln hier. Dann machen wir das mal an und gucken uns das mal an, was das bringt. So. Zack. Das dürfte eigentlich relativ schnell durch sein. Den Flachs bringen wir runter in den Keller. Ja. Sie Baby, so. 31 Raw Bricks. Gut. Sehr schön. So. Irgendwo habe ich hier noch die Flachsfasern. Yep. So. Die habe ich nicht weggeräumt. Ja, sehr schön. Oh, 64 Stück. Ich habe da eine Idee. 1, 2, 3, 4. Dann sind es hier 4. Aus diesen 4 kann ich nochmal ein Tuch machen.
Mit diesem Tuch, haha, können wir hier einen Leinensack machen und der hat 5 Plätze. Anstatt wie unsere Körbe 3. Das sind 2 mehr. Ist die Frage, gibt es noch was Größeres? Leatherback hat 6 Plätze. Okay. Jetzt passt mal auf. 3, 1, 2, 3. Wenn ich dort 6 Plätze hätte, dann habe ich 1, 2, 3, 4. Also es muss noch was Größeres geben. Aber okay, egal. Komm, ist wurscht. Wir bauen uns jetzt hier so einen Leinensack. Ein Ding noch, okay? Also brauchen wir 5 von diesen Dingern. Den hier hin, den hier hin. Und zack. Okay, wie kriege ich jetzt den wieder aufgehoben? Okay. Liegt da der rum? Naja. Wurscht. Ich habe auf jeden Fall jetzt. Ja, ich habe einiges verbraucht. Die würden. Man könnte sich sogar noch einen leisten. Aber egal. Ja, man könnte sich auch noch einen leisten. Aber jetzt haben wir erstmal einen. Gut. Soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns mal hier das an, was wir da fabriziert haben. Oh. Das ist echt heftig. 480 Protein und 240 Vegetables sind 1080 und das ist nur eine Portion. Ja, ich würde sagen, die packen wir dann morgen an dies, weiß der Geier, wie lange die verderblich ist und wann. Aber wir haben was dazugelernt, das heißt, rotes Fleisch kann man schon kochen. Gut, jetzt ist es schon wieder 11:30. Wir hauen uns aufs Ohr und sehen uns gleich zum nächsten Tag. Okay, ein leichter temporaler Sturm nähert sich. Wir essen jetzt erstmal was. Und zwar essen wir das hier leer. Oder sollte ich erst. Nein, wisst ihr was? Wir essen erst die Früchte unten. Und wie ihr seht, es regnet wieder. Also. Beim nächsten. Oh, nicht da. Die sind hier. Die werden jetzt weggefuttert. Komm mal, was wolle. Die sind jetzt fällig. Also beim nächsten Mal gucken wir drauf, dass wir nicht so viel Regen haben. Das ist ja schon fast unnormal, dass da noch ein Regen runterkommt. Okay. Jetzt sind die überhaupt noch gut. Ja, die sind schon ja, für 22 Stunden. Das ist okay. Damit kann ich ganz gut leben. So, und zum Frühstück noch ein paar Beeren. Gut, dann wir haben 9 Uhr, wir haben nur noch 4 Grad draußen, es regnet. Das erklärt natürlich einiges. Hier sind wir auf jeden Fall auch noch frisch für Ewigkeiten und hier, okay, 11,5 Tage ist ja im Topf. Okay. Gut. Die 4 Pilze hätte ich wegtun sollen, 7,7. Jetzt sind es nur noch 2, das ist okay, damit kann ich leben. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich den jetzt hier nicht mehr aufnehmen kann. Aber wir könnten mal gucken. Ja, jetzt ist er wieder da. Der lässt sich auf jeden Fall nicht irgendwo anders hin tun. Aber wir haben ja eine Trenntemperatur und im Ganzen. Ich weiß.
Das ist wirklich. Da ist was drin. Da ist was drin. Das ist der erste Korb mit 3. Jetzt ist er leer. Ach, da schau an. Brenntemperatur 600 Grad. Mehr sei es drum. Jetzt kommt der Sack hier rein. Blopp. Kann ich denn das nicht anzünden? Doch, jetzt kann ich es anzünden. Da, guck an. Brennt 10 Sekunden. Ist okay. Damit kann ich leben. So. Den Brick nehmen wir nicht. Ich möchte jetzt diese komischen Lehmziegel da, die sind diese Torfziegel, mal angucken. So, dazu brauchen wir eine. Ach, das mal. Wir brauchen dazu eine Schaufel. Denn ohne Schaufel geht schlecht. So. Gut. Jetzt habe ich natürlich noch Bedarf an Sticks. Falls wir noch eine brauchen, gleich mal ein bisschen mehr. So. Gut, dann nehmen wir die Schaufel mit. Das hier halt, ist falsch. Das tun wir weg. Hier rein. Hier. Gut. Das können wir natürlich jetzt hier nicht unter, weil ja, das sehen wir. Das ist jetzt immer egal. Das nehmen wir einfach mal mit. So, und jetzt gehen wir mal ganz geschmeidig raus und gucken uns um Torf. Hier. Und das ist richtig viel. Also das ist jetzt nicht gerade wenig. Ich bin mal gespannt. Das sind Torfziegel. Brenntemperatur 900 Grad für 25 Sekunden. Das heißt, ich hau jetzt hier wirklich Torf über den Haufen ohne Ende. Denn damit lässt sich ohne weiteres die ganze Sache brennen, also die ganzen Ziegel lassen sich damit einfach ganz gemütlich dahin brennen. Ohne großen Aufwand. Tja, hätte mir das mal früher jemand gesagt. Das macht natürlich einiges leichter. Denn Torf ist ja. Eigentlich ist es nicht gut, dass man hier Torf abbaut. Aber es ist immer ein Spiel. It's only a game. So. In Wirklichkeit, glaube ich, werde ich geächtet. Wer würde geächtet werden, wenn ich hier Torf abbaue? Aber egal. Wir nehmen jetzt mal so richtig viel von dem Zeug mit. Packen das dann auch in unsere Brennerei und gucken uns mal an, was kommt. Die sind fertig. Ja, sehr schön. Die Karotten können wir dann auch mal raus tun, aber jetzt werden erstmal Ziegel gebrannt. So, den zünden wir an. Gucken mal, dass wir diesen Ding hier verheizen. Jetzt passt mal auf. Genau. So. Und dann kommt die hier rein. Genau. Und die brennen bei. Oh ja. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Okay. Für unseren Bloomery klopfen wir jetzt die da rein. Die können nämlich da ohne Probleme dahin brennen. Wir können hier auffüllen auf 32. So. Die brennen ja eine ganze Zeit. Überlegen, die brennen 25 Sekunden, das ist 250 Sekunden, bei 10. Wir füllen nochmal auf. So. Dann sind es 500 Sekunden, das sind fast 10 Minuten brennt das jetzt. Das ist gut. Gucken wir mal kurz auf die Uhr. Jo, wir überziehen mal wieder.
und klopfen einfach noch ein bisschen weiter an diesen sehr guten Ort weg. Und ja, ihr könnt mich verurteilen. Aber er brennt halt bei nur 100 Grad und ich brauche Platz hier. Sehr gut. Wenn mir halt mal jemand eher gesagt hätte, jetzt ist die Schaufel im Eimer. Aber egal, ich glaube, das müsste jetzt erstmal reichen, um einen ganzen Berg brennen zu können. Okay. Ja, also das brennt wirklich lang. Wenn ich mir das hier so angucke, das brennt wirklich, wirklich lang. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen was, was man zum Heizen hernehmen kann. Wir brauchen also nicht unbedingt den Stachelhalm, den tun wir hier rüber. Zack, zack. Gut. Weigelchen. Ganz viele verschiedene Blumen. Ach, hier wächst wieder ein Stachelhalm. Komm. Ich tue mal umsiedeln. Du kommst jetzt hier zu den Kollegen hin. So. Die sind noch nicht fertig, die hier sind. Oh, wir haben diesen temporären Sturm. Oh, seht ihr, wie sich das alles verbiegt? Oh, schnell, 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 schnell. Zack, und hinlegen. Uiuiuiuiui. Vor wegen leichter temporärer Sturm. Uiuiuiui. Leichter temporärer Sturm. Wir hatten gerade noch, weiß der Geier, wie die Uhr. Uiuiuiui. So, gleich mal aus dem Futtern reinhaben. Und zack, weil es so schön war. Routine. So. Gut. Jetzt bin ich natürlich nicht müde. Da guckt euch die an. Jetzt sind die hier. Na gut, dass ich eine Tür habe. Schön zu. Hallo Drifter. Macht irgendwas und ich wollte gerade ernten. Egal. Sehr gut. Also das hier gefällt mir ausgezeichnet. Somit lässt sich mal alles fertig brennen, was man zum Brennen hat. Und ja, jetzt ist natürlich 21 Uhr. Wir sind bei 100%. 21:51. Ich habe immer so ein bisschen erhöhte Temperatur. Ich finde das echt strange. 37,8 Grad. Dann bin ich eigentlich krank. Meine Hungerrate ist auch höher. Die Frage ist, lässt sich Medizin herstellen? Braucht man Medizin? Wie sieht das aus mit Krankheiten? Fragen über Fragen. Wir gucken mal schnell ins Handbuch. Leitfäden, Handwerk, Wissen. Tierhaltung. Oh. Ah ja, okay. Wie man sieht, hier ist noch ein bisschen was in Englisch. Aber gut. Das werden wir uns mal zu Gemüte führen und übersetzt dann zum Besten geben. Okay. Sehr gut. Ah, auch Wetter, Steelmaking. Wetter ist ganz interessant. Mm-hmm.
Okay. Gut. Handbuch schließen. Dann würde ich fast sagen, Freunde, mit der gemütlichen Unterhaltung. Ja, ich bin nicht müde genug, aber ich denke, ihr wisst, was kommt. Haut rein, bis zur nächsten Folge Vintage Story. Ich bin raus, euer Bitfuchs.